So, ah, genau. Jetzt haben wir nämlich auch die Kurbel gefunden und die hätten wir jetzt nämlich hier gebraucht und hätten nicht gewusst, wo wir sie hernehmen. Genau, jetzt sind wir nämlich da und jetzt können wir hier die Kurbel benutzen. Ah, jetzt noch nicht. Ah, stimmt, auf der anderen Seite war das. Hä? Ach nee, ich bin einfach nur nicht richtig rangegangen. Und so lassen wir jetzt hier erstmal Wasser laufen. Sie hören das entfernte Rauschen des Wasserfalls. Ich sollte auch mal die Waffe wechseln, weil meine Pumpe, die ist ja mittlerweile leer. Fallen da oben eigentlich noch diese Schlangen aus den Bäumen raus? Das fand ich voll widerlich. Nee. Gut, die war noch ein bisschen lächerlich. Warum sollte es hier in den Bäumen Schlangen geben? Okay, eigentlich sollte hier kein Fahrstuhl sein. Aber hey, jetzt ist hier ein Fahrstuhl. Hey, warum nicht? Oha, blaues Kraut gleich. Hilfe! Ja, die Stromversorgung für den Aufzug ist ausgefallen. Irgendwo muss eine Stromquelle sein. Yep, die ist sogar hier. Genau, die Batterie wurde entnommen. Die müssen wir wiederfinden. Aua! Ja, auf! Nervig. Aufhören! Oh, gleich die Gesundheit wieder richtig schön runter. Das freut uns doch. Also mich eher weniger, weil ich mich jetzt dadurch nämlich heilen muss. Oh. Na, gerade mal nur. Ah, hier ist jetzt das rote Kraut. Na Mensch. Ah, hier kommen die Schlangen. Sie haben die Schlangen doch nicht rausgenommen. Na Mensch. Diese listigen Leute von Capcom, ne? Denkt man, sie haben die Schlangen rausgenommen, haben sie doch nicht rausgenommen. So, jetzt mal das, kommt das, oha, blaue Kräuter. Aber blaue Kräuter sind ja auch nur gut gegen... Vorsicht. Irgendwo war nämlich noch ein kleiner Raum, in den ich rein wollte. Hier noch der einzige Raum. Nochmal blaues Kraut. Gut, blaue Kräuter. Ah ne, hier waren die Räume. Und ein Raum, der war ein Speicherraum nämlich gewesen. Ich weiß gerade nur nicht welcher. Ah, der hier. Was sehen denn meine Augen da hinten? Erstmal baue ich bitte mal eine Kiste. Ah, hier ist eine Kiste. Damit ich mal das blaue Kraut mal lagern kann. Wo
Und dann können wir auch gleich mal die Winde einlagern und die Pumpgun einlagern. Brauchen wir jetzt gerade beide nicht mehr. Ein Battery Pack. Leider nicht die Art von Batterie, die ich brauche. Aber immerhin dreimal Farbband. Ein First Aid Spray. Und damit hätten wir jetzt hier auch alles getan. Hinten können wir unser Benzin auffüllen. Und da ist ein Speicherpunkt. Den nutzen wir auch gleich mal. Alleine um uns diesen Weg hierher zu sparen. Na, man weiß ja nie. Nicht, dann sterbe ich jetzt quasi im nächsten Augenblick. Dann ärgere ich mich, dass ich alles normal laufen müsste. Nur um einmal Farbband zu sparen. Aber ich habe ja immer noch drei Stück, also... Das sollte eigentlich klar gehen. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir uns hier im Rest der Hütte mal um. Obwohl es eigentlich doof ist, jetzt so kurz nach dem Speichern noch weiter zu spielen. Yay, Spiders! Diese Spinne hustet irgendwie. So, ich habe aber hier in der Nähe auch rotes Kraut gehabt. Muss mal nachladen. Ah, scheint hier so eine Art Aufenthaltsraum zu sein. Eine Art Partykeller. Da oben ist nämlich, glaube ich, noch eine Spinne. Ui, nackter Frauenarsch. Beste Folge ever. Ah, hier ist die Spinne. Hehe, runtergeschossen. Oh, da ist eine Gitarre. Wow. Ich drück immer noch auf den Knopf für die Karte und ich bin vergiftet. Das bedeutet, ich muss auf alle Fälle... Hilfe! Eigentlich muss ich hier nicht hin. Ich muss nach oben um meinen... Ey, Mann! Du blödes Spiel. Blöde Spielsteuerung. Ich will mich richtig verhalten. Ich will das blaue Kraut holen. Es war nämlich entgiftend. Wenn ich jetzt kurz vor meiner Tür verrecke, ne? Weil da waren noch coole Sachen. Oh Gott, schnell rein, da! Jetzt wissen wir auch, warum wir hier so viel blaues Kraut finden. So. Upp.
So, jetzt sind wir nämlich raus aus der Vergiftung, aber immer noch auf Warnung. Jetzt sind wir auch wieder auf gesund. Und zum Glück spielen wir hier kein Dark Souls, wo die Gegner wieder aufstehen. Also manche stehen ja schon wieder auf. Aber ich glaube, die Spinnen, die haben wir dann doch schon, ich möchte mal sagen, getötet. Also heute komme ich irgendwie gar nicht auf die Steuerung klar. Es tut mir auch voll leid. Ich weiß, das ist voll nervig. Entschuldigung. Gut, dann gucken wir uns jetzt doch diesen Raum hier mal genauer an. Zum einen finden wir ein bisschen Gewehrmunition, immerhin 6 Schuss. Dann finden wir einen Erste-Hilfe-Kasten und rotes Buch mitnehmen. Haben die hier Gift gebraut, weil was da so auf dem Tisch rumliegt, das sieht aus wie so ein Giftbehälter. Okay, jetzt haben wir hier auf jeden Fall alles gemacht. In dem eine grüne Öllampe, sie ist nicht angezündet. Aha, will ich einfach jetzt mal just for the fun mal ab. Ein sonderbarer Schatten schwebt im grünen Licht. Was könnte er bedeuten? Naja, sieht aus wie so ein Auge, ne? Merken wir uns, es sieht aus wie ein Auge. Also war ich noch gar nicht fertig mit dem Raum. Das Spiel betrügt mich. Aber immerhin gibt es hier mal einen Standortwechsel für euch und nicht immer nur dieses schäbige Herrenhaus. Ah, hier ist nochmal eine Lampe. Können wir auch wieder anzünden. Noch ein Auge. Jetzt schauen wir uns erstmal diesen wunderbaren Weiberhintern an. Da hat sie nichts zu sagen. Boah, Jill, du Prüde. Ein paar Billardkugeln. 2, 3, 4, 5, 6. Die Reihenfolge scheint keine besondere Bedeutung zu haben, aber... Ah, hinten geht das weiter mit den coolen Mädels. Ja, der Gitarrenkasten ist leer. Die Gitarre steht ja auch da vorne rum. Aber gut, dann haben wir jetzt hier eigentlich soweit alles gemacht in dem Raum. Ich hoffe, ah, da ist noch eine Petroleumlampe. Oder eine Öllampe, ist glaube ich das gleiche. Und wieder dieses Zeichen von dem Auge. Wartet mal, es sind doch bestimmt ähnliche Farben wie bei den Billardkugeln, oder? Geht mir mal so ganz spontan durch den Kopf. Nee, leider nicht. Außer man würde jetzt die 4 als das interpretieren, dann wären es an Farben 3, 6 und 4. Ja, gut. Wahrscheinlich für ein späteres Rätsel. Also ich weiß ja, was gleich noch für ein Rätsel auf uns zukommt. Ich bin auch mal gespannt, ob sie das jetzt auch abgeändert haben oder ob das noch in seiner Originalform vorhanden ist. So, nehmen wir uns erstmal diese Kiste mit hier. Obwohl, ich kann euch das ja mal zeigen. Das ist hübsch eklig.
jetzt hier nämlich langlaufen. Wenn wir an der Kiste überhaupt vorbeikommen mit unserem fetten Popo. Uah! Igitt, ne? Da hascht was nach uns. Nämlich jedes verdammte Mal. Wenn wir hier lang wollen. Darum nehmen wir einfach diese blöde Kiste hier. Und schieben die auf dieses Loch drauf. So. Dann kann uns nämlich dieses blöde Ding da nicht mehr ärgern. Das kostet nämlich auch Lebenskraft. Jetzt nicht so viel, aber es kostet Lebenskraft. Hier scheint es nichts Nützliches zu geben. Aber ganz sinnlos ist hier auch nicht. Zeitungen liegen verstreut. Sie scheinen alle Artikel über Stars zu enthalten, also unsere Spezialeinheit. Ah, hier vorne gibt es die Karte. Eigentlich ist das Ding das Gartenhaus, neuerdings ist es die Residenz. Oh oh. Oh oh. Ach du Schreck, fiese Bienen. Ah, ich weg hier. Jill, mach was. Yay, ich habe Bienen erschossen. Bin daran fast gestorben. So, offen ist nur... Die 002 ist offen. Okay, es ist Barry und er scheint irgendetwas zu verheimlichen, zumindest vor uns, denn hier spricht er von der Zerstörung von Stars, also unserer Spezialeinheit. Jill. Barry, I heard someone talking. Oh, you heard. I think age is starting to take its toll. Talking to myself is becoming a bad habit. Talking to yourself? You all right? What's gotten into you? I'm getting you worried, aren't I? But don't, I'm all right. I guess this creepy mansion has gotten to my nerves. Anyway, I think I'll go outside, get some fresh air for a change. Don't worry, I'm just going to get some fresh air. If I'm lucky, I'll get to waste some monsters along the way. Genau, alles voller Zombies, aber erstmal ein bisschen frische Luft schnappen.